Hallo liebe Poolfans, heute beantworte ich die Frage, ist es ratsam, im Winter in den Pool zu springen? Die Frage ist natürlich in erster Linie, welche Technik fahre ich? Wie wird denn mein Pool betrieben? Es gibt Filteranlagen, die nicht zulassen, dass das Wasser im Winter im Pool verbleibt. Von daher wäre auch der Gang in den Pool recht sinnlos, weil ja kein Wasser drin ist. Es gibt die Membranfiltertechnik, die uns erlaubt, natürlich auch im Winter das Poolwasser weiter drin zu lassen und daher sicherzustellen, dass auch ohne Heizung das Wasser gefiltert im Pool verbleibt. In diesem Fall haben wir natürlich ein sehr kaltes Wasser, was dazu einlädt, zum Beispiel nach der Sauna oder dem Hammam, den Pool zu begehen und dort dann eben sich dementsprechend abzukühlen. An alle die, die sich herzlicher Gesundheit erfreuen, die dürfen natürlich auch gerne reinspringen. Bitte davor immer nachschauen, ob auch wirklich es eine Membranfiltertechnik ist und der Pool voll Wasser ist. Die Russen und meines Erachtens nach die Niederbayern machen das ja als gepflegte Tradition. Im Januar das Eisspringen, dort ist man das gewohnt. Bei uns ist es so, das ist natürlich immer eine Sache, die man selbst entscheiden kann. Also Daumen hoch, jawohl, man kann den Pool begehen oder bei richtiger Gesundheit auch gerne reinspringen.